parallel gefahren. Also einfach nochmal zu pennen, da ist mein Deutsch, da ist mein Dialekt und beides hat seine Daseinsberechtigung. Weil es geht in meinem Fach nicht darum, besonders richtig zu sprechen. Es geht nie darum, besonders deutlich oder schön sich darzustellen. Darum geht es nicht. Das hat neulich mal ein Ausbildungsleiter zu mir gesagt. Der stand neben mir und sagte dann, ach, immer wenn ich neben Monika stehe, denke ich, ich muss ganz besonders deutlich sprechen. Ich so, okay, das ist die bekannte Reaktion. Naja, ich habe es heute gerade erlebt wieder. Ich habe Führungskräfte geschult und da saß ein junger Mann, der sagte, ja, meine Frau, die ist viel qualifizierter als ich. Aber die zeigt nichts, ich habe die Führungsposition. Und ich wieder dachte, ah, verdammt, warum? Warum zeigt diese Frau nicht? Er hat das selber gesagt, er findet das wahnsinnig respektabel, was diese Frau leistet. Er sagt, ja, und dann hat sie noch unser Kind und dann hat sie den Haushalt und die und die und die Ausbildung. Aber Bewerbungsgespräche, da hat die total Angst. Schade. Das ist in der Tat ein Problem, die Angst. Die Angst sitzt uns im Nacken, in dem Moment, wo wir uns verdeutlichen sollen. Hin und wieder mal stehe ich im Synchronstudio und ich kenne diese Angst. Ich stehe im Synchronstudio und da läuft dieser Film ab. 1, 2, 3, auf die 4 muss ich sprechen. Wenn ich nicht auf die 4 spreche, war es das. Dann ist die 4 vorbei und leider habe ich dann meinen Take versemmelt und werde wahrscheinlich nicht mehr gebucht. Sie müssen mit dieser Angst leben, ja, Fehler zu machen, das wurde schon genannt. Und manchmal liegen wir auch daneben, aber das Angebot müssen wir machen. Es geht dann in dem Moment darum, die Meinung, die Sie sich gebildet haben, das Wissen, das Sie sich angehäuft haben, dann tatsächlich in die Welt zu bringen, rauszugeben und es auch mutig zu sprechen. Wo kommt mein Atem überhaupt her? Atem kennen Sie alle, ne? Auf einmal sind wir vor lauter Angst in der Hochatmung und können gar nicht mehr wirklich denken, weil wir so voll sind mit Sauerstoff, weil wir nur noch eingeatmet haben. Wir arbeiten an einem Standpunkt. Sie haben alle einen Standpunkt. Den müssen Sie nur noch vertreten. Wenn ich da stehe und meine Füße verknote oder irgendwas im Kippstand hier, dann ich kann sofort umgeschmissen werden. Da kommt einer mit einer Behauptung und dann bin ich weg. Das ist schade. Der Standpunkt ist erstmal ganz, ganz wichtig. Und der ist nicht nur im übertragenen Sinne zu sehen, sondern Sie nehmen den bitte wirklich, wirklich ein. Da kommt schon mein Lieblingslaut, wahnsinnig faszinierend. Ha, das W ist mein bester Freund, könnte man sagen. Mit dem W-Spiel, sobald ich das irgendwie im Kopf habe, dann kommt es dauernd. Und ich mag Ihnen ein Beispiel dazu sagen, wenn Sie sagen, es ist wirklich wichtig, dann nutzen Sie diesen Laut, um das klar zu machen. Sie machen artikulatorisch klar, jetzt ist es mir wichtig. Statt wichtig. Da merken Sie, der Körper macht überhaupt nicht mehr mit. Und wir haben eigentlich ein Potenzial zum Ausdruck, zum sich verdeutlichen, haben wir ausgelassen, ungenutzt gelassen. Wählen Sie Ihre Worte mit Bedacht und sprechen Sie sie laut und mutig aus. Dankeschön.